Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start. Hashtag starke Stimme. Und heute schauen wir uns an Lana Del Rey. Ich würde mich wahnsinnig über ein Abonnement freuen und natürlich auch auf einen Daumen hoch und dass ihr die nachfolgenden Videos auch schauen würdet. Das würde mich wirklich super happy machen. Okay, lass uns doch mal hier einen kleinen Stopp machen, ja. Sie singt jetzt hier deutlich tiefer als auf der Originalplatte. Auf der Originalplatte ist es Blue Jeans, White Shirt, Walked into the room, you know. Ein bisschen Britney Spears Baby Voice mäßig fast. Also was hier passiert ist eben Sprechgesang, sehr viel Luft, extrem viel Luft. Das ist halt, das ist signifikant, wenn du Lana Del Rey nachsingen möchtest. Blue Jeans. Und es ist auch ein bisschen gestöhnt, also es ist nicht richtig ausgesungen. Blue Jeans, White Shirt. Sehr blue-notig, sehr bluesig. So, da bluesig nicht, aber blue-notig halt auch. Also man kann förmlich hören, wie da diese, wie da so ein Bogen entsteht in der Note, ja? Im Englischen sagt man bending, right? Blue Jeans, White Shirt. Dann kommt dazu dieser Vocal Fry. Das lässt das Ganze auch nochmal sehr atmosphärisch, sehr sexy klingen. Mit dem Gestöhn und dem Luftigen und dem Sprechgesang. Dafür wird es im Chorus schon ein bisschen heikler. Und das macht das Ganze schwieriger, weil sie da diesen Sprung hat. Direkt in die Kopfstimme. Und der ist von dieser Tonlage zu der Tonlage nicht immer bequem. Lass uns mal weiter schauen. Ja, da hat sie natürlich jetzt sehr schön auf einer Terz oder auf einer anderen Harmonie ausgesungen. Also im Originalen, wisst ihr, springt sie dann direkt in eine Kopfstimme rein. Und in diesen Aufnahmen, die sie singt, ist es auch sehr, da sind sehr viele Kopfstimmen, es ist sehr gedoppelt, es sind sehr viele Harmonien. Also es ist halt, hier singt sie jetzt ganz alleine, ja, nur mit der Band. Man hört auch keine Backing Vocals sehr gut. Aber sie singt halt nicht die Kopfstimme, es ist alles deutlich tiefer, ne? Aber hier ist es sehr viel ausgesungen, sehr viel in Phrasen. Was auch ganz interessant ist mitunter, ist natürlich, wie sie die Vokale aussingt, wie sie das Ganze ausspricht, ne? Das Chord. Ja, da hat sie auch im Chorus so ein bisschen auch den Kehlkopf angehoben, ein bisschen halt, lass uns es jetzt Baby Voice nennen, ein bisschen halt, I will love you till the end of time, und dann kam da der Drop schon, time, I was made a million years, und in, ja, also in diesen Phrasen kann man dann hören, wie sie halt auch switcht, ne? Was ihr jetzt so hört, ist ganz viel Rumgespiele mit dem Kehlkopf. Da ändern sich so die Tonlagen und die Nuancen. Stay here, no stay here, we're super ba 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 ba. Dann geht sie immer weiter höher. Also sie spielt schon mit dem Kehlkopf, es wird schon manipuliert, damit es unten so ein bisschen bossiger, voller klingt. Noch so ein bisschen mehr diesen Style hat, den sie da jetzt halt benutzt, ne? Interessant. Money. I was waiting a million years. Time is showing my
krass, weil I would make a million years. I would make a million years. Das wäre der neutrale Kehlkopf. I would make, wait a million years. I would make a million years. Also ihr seht, dass sie da schon sehr facettenreich mit ihrem Kehlkopf umgeht, um diese Nuancen auch zu kreieren. Das ist natürlich nicht nur Kehlkopfarbeit, ne? Sondern auch I would make a million years. Das ist auch sehr twangy auch mitunter, sehr viel Twang. Dann wenn sie dann in diese andere Stimme, in diese mehr twangige Stimme switcht. Mehr luftig, Kehlkopf hoch. Bis hierhin, weil Copyright und Copyright-Issues versuche ich jetzt immer nicht all die Videos durchzusehen, aber immer nur mal so ein bisschen, weil es geht ja auch letztendlich auch darum, dass ihr was lernt gesanglich und es geht ja nicht darum, dass ich auf jedes Video immer durchweg reagieren soll, ne? So, ja, ich hoffe, ich konnte mal so ein bisschen Licht ins Dunkle reinbringen, was da jetzt eigentlich stimmlich passiert. Das heißt also ganz viel Blue Notes, viel Gestöhne, viel Luft auch dahinter, aber auch klare Stimmansätze, gerade im Chorus sehr viel klarer Kopfstimme auch mitunter, aber auch Falsetto. Sie spielt sehr mit ihrem Kehlkopf, um da bestimmte Nuancen zu kreieren. Es ist viel Sprechgesang, aber dann in dem Chorus ist es dann wieder durchweg ausgesungen. Jetzt singt sie es ein bisschen tiefer, in einer anderen Harmonie, in einer anderen Terz. Das heißt, sie ist da sehr facettenreich am Rumspielen mit ihrer Stimme. Sie hat schon eine Charakterstimme. Man hört immer sofort heraus, das ist jetzt Lana Del Rey. Und sie hat einen signifikanten Sound. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Daumen hoch, Abonnement. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf Instagram sehen oder auf Facebook. Und wenn ihr jetzt die nachfolgenden Videos schaut. Liebe Grüße aus Singapur, nach Deutschland, Österreich, Schweiz und alle Zuschauer. Mua.